Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis. Angeberwissen, das kommt raus wie geflutscht, oder? Bautz! Ja. Ich bin der Sashi und das ist der Mark Hagenbeck, der Mann mit der Mütze, der unter der Mütze Gedanken lesen kann. Immer wenn ich Gedanken lese, dann öffnet sich dein Schädel so ein kleines Mein Schädel Stückchen. Oder verlierst du ein Härchen? Du hast so oft Gedanken gelesen, dass du immer ein Haar verloren hast dabei. Ja. Und dann immer weiter ein Haar. Das Problem ist mit den Schädeln, in denen nichts drin ist, die implodieren dann, wenn sie sich ein Stückchen öffnen. Ist das so? Deswegen platzen den Nazis auch so auf die Köpfe. Ah, sehr gut. Ja, wir haben heute den 18. Juni und am 18. Juni hat, warte mal, muss ich ablesen, Ben Haggerty Geburtstag. Kennst du? Mensch, Ben, wir gratulieren ganz herzlich. Ja, man kennt ihn auch unter Macklemore. Macklemore, ja, natürlich. Kennst du? Das ist ein Sänger, nee. Der hat Thrift Shop gemacht zum Beispiel. Ah. Oder And We Danced und I Can't Hold Us und so ein Zeug. Aha. Macklemore. Hm. 1983 geboren, ja. Kennst du nicht? Hm. Ja, gut. Macklemore halt. Hier, Happy Birthday. Macklemore. Ja, alles Gute, Macklemore. Ich würde gerne vorsingen, aber ich kann es nicht vorsingen. Blöd. Egal, naja. Machen wir ein anderes Thema, oder? 18. Juni, da sind wir ja. Genau. 1927 wurde der Nürburgring eingeweiht. Das erste Rennen gewinnt Rudolf Caracciola mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 96 Stundenkilometer. Ja, kannst du mal sehen. 96 Stunden. Das war damals ein Knaller. Ja. Ja, damals haben sie ja gesagt, dass man durch das schnelle Autofahren auch Schäden davon tragen kann. Ja? Ja, wenn man gegen einen Baum fährt oder so. Ach so, ja, das macht Sinn. Wir haben sie wirklich gesagt, dass das schnelle Fortbewegungsmittel dann entsprechend aufs Gehirn schlagen oder irgend sowas. Ach ja, ist ja ein Ding. Ja, das wurde prognostiziert. Wow. Ich hatte ja letztens auch mal versucht, auf den Nürburgring zu fahren übrigens, ne? Vor 2 Jahren. Nee, ich wollte. Aber? Ich hab ja eine Blindfahrt, im Rahmen meiner Mentalshow wollte ich eine Blindfahrt machen durch den Westerwald. Eine Blindfahrt. Ich wollte von zu Hause aus zu meinem Auftrittsort fahren, wollte mir dabei einen Sack vorher über den Kopf ziehen. Ja. Wollte vorher die Strecke auswendig lernen, wollte dann mit dem Auto bis zu meinem Auftrittsort fahren. Ist bescheuert? Die Kreisverwaltung hat mir das leider verboten. Ach, guck mal. Oh ja, warum auch komisch, immer. Ne? Und deswegen wollte ich das Ganze mal auf dem Nürburgring wiederholen. Oder wenigstens, was heißt wiederholen, ich habe es ja nie gemacht, aber dann auf dem Nürburgring durchführen. Aber leider hatte ich bis jetzt noch nie Gelegenheit. Wollen wir das mal machen? Können wir mal machen. Ja, machen wir doch mal hier. Echt? Kennt ihr einen vom Nürburgring, der mir das erlauben kann? Das wäre super. Wir machen mal hier, Hagenbeck muss Shoki Banoki überlegen. Shoki Banoki fordert Hagenbeck heraus. Hagenbeck muss blind fahren. Das mache ich. Ja. Ob auf den Nürburgring oder wo, ist mir wurscht. Ist mir egal. Ja, du machst meine Blindfahrt. Fahr mal, du wolltest von zu Hause zu deinem Auftrittsort wolltest du blind fahren. Ja, ja. Und das kriegst du hin, oder was? Ja, klar krieg ich also mit einem Sack drüber? Ja, ich aber da sind keine Löcher drin? Nein. Nee, natürlich nicht. Und auch du am Steuer oder ja, als Beifahrer? Ich fahre die Strecke vorher ein paar Mal ab, lerne sie auswendig. Ja? Präge mir ein, also in meinem Kopf läuft so eine Art Timecode ab. Ja? Ich präge mir ein, an welcher Stelle es nach rechts geht. Verkehr? Wegen dem Verkehr muss ich natürlich einen Beifahrer haben, der mir sagt, wenn ein Auto kommt natürlich. Das ist ja logisch. Also das kann ich ja nicht sehen, ob ein Auto kommt. Ne? Also da müsste mir jemand Bescheid sagen, oh, da kommt ein Auto. Aber ich möchte kein Beifahrer sein. Ach so. Nee, also wenn du einen Sack über den Kopf hast, steige ich nicht ins Auto. Es wird mal Zeit für ein neues Format, ne. Elatmus. Ja, Elatmus, ein Scheißdreck. Ja, aber du machst das? Ich mach das. Kannst du den Beifahrer suchen? Wenn einer von euch gerne mein Beifahrer wäre, könnt ihr euch gerne bewerben. Ja, über die E-Mail-Adresse, die wir jetzt einblenden. Ja. Wenn ihr schon lange darüber nachgedacht habt, euch die Pulsar dann aufzuschneiden oder euch irgendwo aufzuhängen oder sonst irgendwas, gibt eine schönere Variante mit Mark Hagenbeck Beifahrer. Ganz ungefährlich, glaubt mir, ihr könnt mir vertrauen. Hä? Wir sind noch nicht fertig, ne? Wir haben 18. Juni, ja. Am 18. Juni ist auch Internationaler Autistentag. Ja, Gedenktag an Autisten. Hast du schon mal Autisten getroffen? Ja. Doch, wirklich. Welche Erfahrung hast du gemacht? Super. Also ich hätte im ersten Moment gar nicht gemerkt, dass er Autist ist. Ja. Und nachher hat man es dann, so ein bisschen dann gemerkt, ich bin gut klargekommen. Ich habe schon Asperger-Autist irgendwann mal getroffen im Rahmen von meiner Arbeit. Und
Am Anfang auch nicht gemerkt. Und dann irgendwann hat er dann erzählt und erzählt und erzählt. Und dann merkt man so, ach stimmt, ja, das macht er ja die ganze Zeit gar nicht. Also der hat dann zum Beispiel, hat er keine Witze verstanden, hat nur, nur wortwörtlich das verstanden, was man gesagt hat. Und dann musste man halt aufpassen, was man halt sagt, weil der das ja falsch versteht. Er begreift Ironie nicht. Ironie darfst du nicht. Das ist, und das war schon ein sehr interessantes Thema. Also ganz viele andere Problemchen, die er natürlich dann im alltäglichen Leben hatte. Aber heute ist auf jeden Fall Gedenktag an alle Autisten sozusagen. Also damit man dieses Thema mal bespricht und das Ganze dann ein bisschen in den Vordergrund stellt. Das ist wichtig. 18. Juni ist aber noch was. 1815 war die Schlacht bei Waterloo. Waterloo! Ja, die Briten besiegten die Franzosen unter Kaiser Napoleon I. Aber nichts mit Aber? Die kamen erst ein bisschen später. Achso, die kamen später. Und die hatten natürlich es ein bisschen bequemer, die konnten nur drüber singen oder durften, mussten nur drüber singen. Und, ja. Waterloo war ja eigentlich in Schwedisch. Das war ein schwedischer Song eigentlich. Also die hatten das in Schwedisch. Der Ursprungssong, ja. Ja, und die haben das dann für den Grand Prix Chanson de Eurovision hatten sie was das für ein dann. Glück, ne? Stell mal vor. Der wäre ja in Schweden wäre der wahrscheinlich ja, sag ich mal, nicht so bekannt geworden, wenn es jetzt nur in Schweden geblieben wäre. Ja, ja. Also die waren ja vorher nicht so wahnsinnig ja bekannt. Wahnsinn, in Schweden, war aber allerdings auch, hatten die auch schon goldene Schallplatten und sowas. Echt? Hier. Also einzeln. Okay. Die Agneta, die Annefried, der Björn und der Benny. Ja. So jeder für sich irgendwie. Aber dann ist das Ding ja durch die Decke gegangen. Und dann Wahnsinn. Haben sie Waterloo gesungen auf Englisch und dann zack. Also. Ja, dann hatten sie noch ein paar Hits. Da hatten sie noch so ein paar Hits. Ja, aber hat ja gar nichts mit dem Thema eigentlich zu tun, weil die Schlacht bei Waterloo hat ja nichts mit dem Lied zu tun eigentlich. Also jedenfalls jetzt nicht direkt. Richtig. 1815 und nicht mit dem Tag. Ja, richtig. Ja. Am 18. Juni 1815 war die Schlacht bei Waterloo. So, Punkt. Punkt. Ja, und dann sehen wir uns morgen wieder am 19. Juni. Ach, haben wir wieder was gelernt. Und dann sage ich... Cheerio, Miss Sophie, und ich bin gespannt auf die Blindfahrt. Alter. Los, du kannst doch mit mir mitfahren. Gar nichts mache ich. Ach.